Amtsgericht Mainz hatte zu entscheiden über die Frage einer fahrlässigen Tötung. Heute wollen wir uns mit dem Urteil befassen. Hallo und willkommen zu einem weiteren Video. Heute mal nichts Wissenschaftliches, sondern etwas Juristisches. Ich habe es in der Zeitung gelesen, Ende Juli. Und zwar gab es ein ja, ganz interessantes Urteil. Klingt jetzt ein bisschen blöd, aber es gab ein juristisch zumindest interessantes Urteil des Amtsgerichts Mainz, über das man mal berichten sollte. Was ist passiert? Das Ganze ist durch die Presse gegangen, zumindest im Mainzer Raum, wo ich herkomme. Und zwar hat am 28. Januar 2017, das ist übrigens mein Geburtstag, was das Ereignis nicht schöner macht. Und zwar ist das Ganze passiert zwischen Nierstein und Schwabsburg. Da ist eine Autofahrerin morgens zur Arbeit gefahren und war 6 Uhr, immer noch dunkel. Und da lag tatsächlich jemand auf der Straße, geschlafen oder war bewusstlos oder was auch immer. Jedenfalls hat sie den zu spät gesehen und hat ihn überfahren. Wie sich später ergeben hat, war der Überfahrene wohl stark alkoholisiert und lag eben einfach auf dieser Straße, warum auch immer. Fakt ist aber, der ist so schwer verletzt worden, dass er dann gestorben ist. Soweit der Fall. Jetzt könnte man natürlich denken, naja, das ist sehr tragisch, aber was haben jetzt Gerichte und Juristen damit zu tun? Und tatsächlich ist es aber so gewesen, dass die Staatsanwaltschaft gesagt hat, wir machen der Frau hier einen Fahrlässigkeitsvorwurf. Das ist möglicherweise eine fahrlässige Tötung gewesen. Fahrlässige Tötung für die Nichtstrafrechtler, und ich bin eigentlich Nichtstrafrechtler, ich mache es nicht so oft, mache es nur hin und wieder. Aber im Wesentlichen, ein Mensch ist gestorben und das Ganze ist durch Fahrlässigkeit herbeigeführt. Das heißt, das außer Acht lassen der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt, wobei mit Verkehr jetzt nicht nur der Straßenverkehr gemeint ist, sondern der regelmäßige Verkehr dessen in dem Bereich ich mich gerade bewege. Und wenn sowas passiert, dann ist das eben eine fahrlässige Tötung. Das heißt, man müsste der Frau den Vorwurf machen, dass sie eben etwas getan hat, was sie hätte vermeiden können, und dass sie das Ganze fahrlässig getan hat, weil sie nämlich nicht richtig aufgepasst hat, um es mal salopp zu sagen. Die Frau musste dann tatsächlich vors Gericht. Das Ganze ist passiert im Ortsausgangsbereich, war noch Tempo 50 erlaubt. Man hat festgestellt im Rahmen des Prozesses, dass die Frau nicht zu so schnell unterwegs war. Ja, das wurde über Gutachter irgendwie festgestellt und sie hat es auch glaubhaft versichert. Sie hat weiterhin angegeben, so zitiere ich mal die Zeitung, ich habe sofort reagiert und ich bin auf die Gegenspur ausgewichen. Gemeint ist, als sie eben gesehen hat, dass da irgendwas auf der Straße liegt. Es tat dann einen Schlag. Ja, da hat sie den Menschen eben überfahren. Die Frage, um die es sich hier gedreht hat, war im Prinzip nur durch einen Gutachter zu festzustellen. Das heißt, ein Gutachter hat ermittelt, ab wann hat die Frau sehen können, dass etwas auf der Straße liegt. Der musste auch berücksichtigen, okay, es war dunkel. Ja, sie hatte Scheinwerfer an, also kann man berechnen, ab wann sieht man was. Da sind Reaktionszeiten zu berücksichtigen und Bremsweg von dem Fahrzeug natürlich oder eine Ausweichbewegung oder sonst was. All das wurde gemacht und da kam der Gutachter tatsächlich zum Ergebnis, dieser Unfall wäre vermeidbar gewesen. Denn trotz der Dunkelheit wäre das Opfer als Hindernis bei einer Straßenbeleuchtung und bei Scheinwerferlicht bereits aus 35 Meter Entfernung erkennbar gewesen. So hat es der Gutachter wohl festgestellt. Und bei Tempo 50 ging er von einer Reaktionszeit von 0,8 bis 1,5 Sekunden aus. Nach seinen Berechnungen wäre da immer noch Zeit genug gewesen, um bei einer Vollbremsung noch vor dem Opfer zum Stehen zu kommen. Was die Fahrerin gemacht hat, war übrigens eine 51-jährige Frau. Hatte sich für Ausweichen entschieden, nicht nur nicht bremsen. Und da meinte der Gutachter, sie hätte entweder hier schon früher mit der Ausweichbewegung beginnen müssen oder den Lenker stärker einschlagen. Von daher hat er auch hier gesagt, das Ganze war vermeidbar. Sie hätte schlichtweg zu spät reagiert. Und jetzt kommt das, was ich gar nicht bewerten will, aber das Gericht hat tatsächlich verurteilt, ja, fahrlässige Tötung, und hat eine Geldstrafe von 3.600 € verhängt. Das entspricht einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen, die hier tatsächlich verhängt wurde. Man kann da viel drüber denken. Ich denke, juristisch ist das Ganze vertretbar, ja, obwohl es menschlich vielleicht, man rechnet nicht damit, dass jemand auf der Straße liegt. Das muss man schon klar sagen. Von daher kann man menschlich
Ja, sicherlich sagen, die Frau ist sicherlich bestraft genug. Das ist wohl auch so. Der geht es psychisch wegen dieser Sache nicht gut. Kann jeden verstehen, der sagt, ich verstehe das überhaupt nicht, was das von den Gerichten macht. Auf der anderen Seite, wenn ein Gutachter feststellt, du hast hier fahrlässig gehandelt, du hättest schneller reagieren müssen und können, dann greift eben dieser Vorwurf. Man sieht aber an der relativ milden Strafe, ja 3.600 Euro, dass man doch die Kirche noch ein bisschen im Dorf lässt. Denn immerhin ist hier ein Mensch gestorben, ja, und wir sprechen über 3.600 Euro. Gleichwohl, auch Fahrlässigkeitsvorwürfe müssen sanktioniert werden. Das ist hier der Fall gewesen. Von daher ein recht interessantes Urteil, denke ich, obgleich der schlimmen Begleitumstände. Das kann man nicht außer Acht lassen. Aber so ist das. Also, wer im Verkehr nicht aufpasst und es passiert was und jemand kommt zu Tode, dann ist man schnell mal mit einer fahrlässigen Tötung dabei. Und so hat das Amtsgericht das entschieden und aus meiner Sicht durchaus vertretbar. Wenn ihr Fragen dazu habt, wie immer stellen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.